Was geht hier vor sich? Oh! Schinken! Zeit für Epic Mealtime! Was weißt du schon über Kühe, Hater? Schlaues Huhn in die Brust! Schinkenstreifen! Und jetzt warten wir! Nein! Oh, fuck! What the fuck? Oh, Problemo. Hast du mir das gerade wirklich angetan? Ja, hättest du dir eben überlegen müssen, bevor du alles in die Luft jagen wolltest. Ah, tut mir leid. Tja, jetzt bleibst du bis morgen hier. Gute Nacht, Creeper. Gute Nacht, Meister. Creeper, nenn mich Steve. Gute Nacht, Steve. Naja, fast. Creeper, hör auf damit! Ich habe gar nichts gesagt. Ich war nur dabei, diese wundervoll steinige Erde zu bewundern. Sie ist traumhaft. Dann muss es von draußen gekommen sein. Was ist das? Ich bin mir nicht sicher. Was zur Hölle? Scheiße! Wo ist der hin? Ich denke, er versteckt sich. Warte, ich habe eine Idee. Nein, die Sonne kommt raus. Das Feuer, es brennt. Hirne! Vielleicht hat er nach wie vor kein Gehirn. Heilige Mutter Christus, das Feuer, es brennt! Es funktioniert nicht! Verdammt seist du Satan, Gott des Feuers! Meister, ich bin hier. Meister? Er hat mich wohl nicht gehört. Ich komme, Meister! Oh nein, nicht du! Bleib weg von mir, Creeper! Aber ich dachte, wir wären Freunde. Entschuldige, Meister! Nein! Bleib weg! Du bringst nichts außer Pech! Aber... du bist der einzige Freund, den ich jemals hatte. Wenn ich dich verliere, weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Wem soll ich denn nun die Diamanten geben? Sagtest du Diamanten? Ja. Aber du willst ja nicht mein Freund sein. Ich denke, ich kann dir noch eine Chance geben. Wirklich? Das wirst du nicht bereuen.
Was? Heilige Mutter Gottes! Sorry, Meister! What the fuck? Nicht beeindruckt. Mein Fehler. Ich habe aber ein Geschenk für dich. Wow, cool, danke. Wo hast du es her? Oh, das ist nicht so wichtig. Und so wagen sich unsere Helden auf die Suche nach Diamanten. Nicht wissend, dass sie von einer dunklen Gestalt im Schatten beobachtet werden. Hey, Steve, sind wir schon da? Was? Du sollst mich führen! Ich weiß. Ich habe bloß keine Lust mehr zu laufen. Wow! Was passiert hier? Ich weiß nicht. Ich bin das nicht. Wow! Es gab ein neues Update. Meister, ich habe Angst. Ich versuch's ja! Hey Kumpel, kannst du mir mal helfen? Na, so ein Arsch! Oh, Meister! Was? Pass auf! Danke. Also, was geht? Wir suchen nach Diamanten. Creeper? Ich meine, wir suchen nach Schmiermanten? Schmiermanten? Der Schmiermanten klingt nach Spaß. Ach, halt die Fresse, du Schwachkopf. Oh, Tageslicht. Hey, Creeper. Ich würde dich gerne etwas fragen. Ja, Meister. Wollen wir die besten Freunde sein? So. Sorry, Bestie. Bist du okay? Ach, wie eklig! Creeper, schau mal, was ich im Schleim gefunden habe. Oh, dieses X. Das sind die Diamanten. Wir müssten in der Nähe des großen BFO-Baumes sein. Hm? Ein Babyschleim. Oh mein Gott, er ist so süß. Creeper, wer ist das? Das ist Charles. Ich hab ihm einen Hut gegeben. Nicht er! Da! Was zur Hölle? Scheiß drauf, ich weiß ja jetzt, wo es lang geht. Ich habe die Karte, Bra. Was zur... Ja, alles verläuft genauestens nach Plan. Dein Hals klingt, als hättest du Haarbälle verschluckt, Bra. Hey, Creeper. There's something I wanted to ask you. Yeah. What does the child say? Ah, die Diamanten sind es hoffentlich wert. Huh? Hey Creeper, schau mal! Da ist das Dorfhaus von der Karte! Hallo? Hi, Sir? Wo
Bomberman hinter dir, renn um dein Leben! Renn schon, es ist der Bomberman! Wer? Creeper? Mach dir um ihn keine Sorgen. Ich hab ihn trainiert. Schau mal. Creeper, sitz. Ja, Meister. Jetzt steh auf. Okay. Hinsetzen. Ab. Steh auf. Yep. Sitz, oh. Steh. Sitz, steh. Sitz, steh. Sitz. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Teufel, wieso sagst du das nicht? Ich habe auch ein Haustier. Tiny! Oh nein, nicht schon wieder! Tut mir leid, alter Knabe. Ich sollte mich vorstellen. Ich bin Neo und mein kleiner Freund hier heißt Tiny. Tiny, sag hallo. Oh, ich bin Steve. Und das ist... Das ist Creeper. Und das ist Charles. Ich habe ihm einen kleinen Schnurrbart gegeben. Er ist so nobel. Nun gut. Na Teufel, lass kämpfen. Kämpfen? Tiny, benutze Blockwurf. Creeper, aufpassen. Es ist so schön. Gut gemacht. Und jetzt setzt du Tackle ein. Okay, Tiny. Jetzt benutze deine Golem-Knuddel-Attacke. Meister! Creeper? Hilfe! Tu Mr. Fluffermuffins nicht weh! Mr. Fluffermuffins? Mr. Fluffermuffins? Fluffer was? Muffins, brah. Was zum verdammten Schwul! Setz einfach Selbstzerstörung ein. Gut. What the fuck? Scheint, als wäre es ein Unentschieden. Na kommt, es wird schon dunkel. Ihr könnt heute bei Tiny und mir schlafen. Und darum reisen wir Richtung Endertal. Neil, bist du dir damit sicher? Ich meine, es ist dein einziges Bett. Bitte, ich bestehe drauf. Ich schlafe heute einfach im alten Kürbisbeet. Tiny ist ein toller Knuddler. Meister, muss ich heute Nacht im Loch schlafen? Nein, Creeper. Du kannst ruhig raus. Yippie! Und wenn ihr zwei Schwachköpfe das wieder versaut, werde ich euch persönlich an den Enderdrachen verfüttern. Ist das klar? Ja, Meister. Diese Typen sind komisch, brah. Ich lade das jetzt auf meiner Hipstagram-Seite hoch. Folge ihnen und stell sicher, dass sie es nicht versauen. Ich glaub nicht, dass sie Hipstagram haben, Mann. Ist mein fancy Geheimtipp. In MRL. Oh, okay, ja. Oh ja, oh Tiny, komm näher. Oh yeah. Auf die Plätze, fertig.
Abflug! Angriff! Oh, hey, Leute. Hi, Blubbermuffin. Nenn ihn nicht so. Sein Name ist Creeper. Sam, ich mag dein Hühnchen. Aber sind die nicht für die Zombie-Babys? Oh. Hühnchen! Na! Halt die Klappe! Wo ist der Mensch? Meist, Steve? Er ist drin. Schlafen. Ah! Wie macht man die auf? Ich weiß es nicht. Dann warten wir hier bis morgen. Zomb, gut auf. Übernachtungsparty! Falsche Serie. Falsches Spiel. Nah genug? Hehe. Funktionieren die Helme überhaupt? Hm. Ich fühle mich nicht so gut. Bist du okay, Fluffermuffins? Netter Troll, Creeper. Ernsthaft. Ich meine, für wie blöd hältst du uns? Laufen? Laufen. Ah. Meister ist angepisst von euch beiden. Er hat mir eine Nachricht geschrieben und meint, euch beiden an den Enderdrachen zu verfüttern. Aber er wollte unsere Gesichter wegsprengen. Wo ist der Sprengtyp? Puh! Gute Idee, Charles! Hier, nimm die Sonnenbrille. Und dazu noch eine Banane. Swag. Was läuft, Mufsi? Tut mir leid, deshalb, aber der Meister will es so. Keine Tränen, bitte. Charles? Du wirst dafür bezahlen, Herobrine. Was ist ein Herobrine? Bomberman. What the fuck? Währenddessen, zwei Animierer und ihre Kumpanen, die sich ein episches Mitternachtspicknick gönnen. Ich sag dir ja, dass er explodieren wird. Hi Enterprise. Hi Charles. Meister will uns zurück in der Hölle. Also, hopp hopp. Sieht Charles größer für dich aus? Ja, er ist fett. Zomb? Was? Nichts. Ist das dunkel hier? Ich sehe ja nichts. Aua, was zur... Meister Steve. Endlich treffen wir uns. Hey? Erlöst dich, Steve. Wovon redest du? Diamant, Steve. Und wieso soll ich dir glauben? Ha, du siehst es ja eh morgen, wenn du es mir nicht glaubst. Das ist genug. Ich sehe dich bald wieder, Meister Steve. Oh nein. Nur ein Traum.
Ich leih mir das. Das braucht er eh nicht. Boah, das brauche ich unbedingt. Meister, Sie haben Charles. Wer? Neil? Ich wusste, es stimmt was nicht mit ihm. Nein, ich meine... Ich habe hier gesessen und mit Charles gespielt, als Zom bei uns vor einmal auftaucht und fragte, wo ist der Mensch Fluffermann? Sagte bei uns, mein Name wäre nicht Fluffermann, sondern Creeper. Da war ein Hinschuh, das gestorben ist, also soll ich explodieren, damit sie wegrennen, was sie tat. Danach tauchte er in der Pro auf und sagte, ich soll mich daran erinnern, wenn wir echter Meister essen. Dass da kein Tränen sein soll. Aber er nahm Charles mit, ein bisschen retten. Ich sehe es. Und wo ist Neil? Ich hab ihn aus Versehen da drüben gesprengt. Ich denke nicht, dass er respawnt. Ja, ich auch nicht. Tiny? Hey, Tiny. Es tut Creeper wirklich leid. Es tut mir wirklich sehr leid, Tiny. Ich hab's nicht so gemeint. Ich weiß, was dich aufheitert. Wie wäre es, wenn du uns folgst? Alles klar. Lass uns loslegen. Meister? Ich fühle mich ein bisschen gasig heute. Nun, da sie schon mehrere Jahre auf der Reise sind, haben Steve, Creeper und ihr neuester Begleiter Tiny eine andere Aufgabe als nur Diamanten zu suchen. Das Schicksal von Charles liegt allein in ihren Händen. Ob sie es schaffen, Charles aus den Klauen des Herobrine zu befreien, findet's heraus in der nächsten Folge von Epic Minecraft.